Skylum hat gestern das Lumina Update 1.3 vorgestellt und wieder neue Features und Verbesserungen eingeführt. Und wie in gewohnter Manier bei meinen Update-Videos werde ich jetzt die einzelnen Neuerungen und die Verbesserungen vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Zuallererst werden wir aber mal das Update installieren. Dafür, wenn sich bei euch Lumina öffnet oder wenn ihr Lumina aufmacht, kommt dieses weiße Fenster, dass eine neue Version von Lumina 2018 verfügbar ist. Dort wird einmal auf Englisch erklärt, was für Updates denn gemacht worden sind und welche Neuerungen es gegeben hat. Das ist hier eine ganze Menge. Außerdem wird hier aufgeführt, welche Kameras jetzt unterstützt werden. Das wären hier bei Canon zum Beispiel die EOS 3000D, die Rebel T100 oder die EOS 4000D. Bei Fuji ist es auch eine ganze Menge. Olympus hat die EPL9 jetzt hier mit dabei. Bei Panasonic gibt es einige Kameras und natürlich auch die neue Sony A7 Mark III ist mit dem Update 1.3 jetzt unterstützt. Ja, dann könnt ihr hier entweder auf Später erinnern anklicken oder aber hier Aktualisierung installieren. Das werde ich jetzt mal klicken und dann werde ich mich nach der Installation wieder bei euch melden. Bis gleich! So, nach der Installation startet ihr Lumina dann einfach nochmal neu. Dann zeigt er euch hier an, dass ein Plugin für Adobe Photoshop eine neuere Version zur Verfügung stehen hat und fragt euch dann hier auch gleich, ob du diese neuere Version installieren möchtest. Make sure that Adobe Photoshop Applicate is closed before update. Hier steht einfach nur, dass du sicher sein sollst, dass deine Adobe Photoshop App oder Anwendung geschlossen ist, bevor du das Update dann installierst. Da klickst du einmal hier auf Ja. Wenn du Lightroom und Photoshop geschlossen hast, klickst du auf Ja und dann hat er das auch schon sofort aktualisiert. So, wenn ich jetzt OK klicke, gehe ich mal davon aus, dass es auch für Lightroom eine neue Version des Plugins gibt. Das werden wir jetzt sehen, wenn ich OK klicke. Und siehe da, hier haben wir dasselbe stehen. Und dann können wir auch hier auf Ja klicken. Und dann ist auch dieses Plugin für Adobe Photoshop Lightroom aktualisiert. Dann klicken wir auf OK. Und dann sind wir in unserer Version 1.3.0 angekommen. Die erste Neuerung, die uns Skylum mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass sich RAW-Dateien jetzt schneller öffnen lassen, aufgrund der verbesserten RAW-Engine. Mal sehen, ob wir da irgendetwas von merken werden. Dafür gehe ich hier auf Bild öffnen. Ich habe hier schon einen Ordner ausgesucht und dann nehmen wir einfach mal das Bild und gucken mal. Das hat 84 MB, ist ein DNG-Element. Okay, das nehmen wir jetzt mal nicht. Ich muss mal schauen, das ist nämlich schon ein zusammengesetztes Bild. Wir nehmen einfach mal das hier, würde ich sagen. Oder nehmen wir das? Mal gucken. Ich würde sagen, wir können eins von den beiden nehmen. Wir nehmen einfach mal das hier, klicken Doppelklick drauf und dann gucken wir mal. Und Bild wird verarbeitet. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich schneller geworden ist dadurch. Das kann ich jetzt, ja, weiß ich nicht wirklich feststellen. Vertrauen wir Skylum einfach mal und sagen, jawohl, da ist eine Verbesserung aufgetreten. Die zweite Neuerung ist, dass wir ein neues Weißabgleichswerkzeug haben. Wir können jetzt, wenn wir auf den RAW-Entwicklungsfilter gehen, hier sehen, wir haben hier die Möglichkeit, Profile auszuwählen. Adobe Standard, Kamera Clear, Kamera Deep, Kamera Landscape, Kamera Light, Kamera Neutral, Kamera Portrait, Standard und Vivid. Aber wir haben auch hier die Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen. Das ist neu. Hier zeigt er uns an, wie Aufnahme. Hier können wir ins Tageslicht wechseln. Bewölkt, Schatten, Glühlampe, Kunstlicht,
und der Blitz stehen uns zur Verfügung. Außerdem haben wir jetzt hier eine Pimpette und können mit der Pimpette hier ins Bild gehen und uns einen weißen Punkt suchen. Und wenn wir da einmal draufklicken, haben wir jetzt hier einen eigenen Weißabgleich erstellt. Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Erneuerung. Das war etwas, was ich auch nach dem letzten Update schon mal erwähnt hatte, dass das Zeit wird, dass sowas mit implementiert wird. Als nächste Neuigkeit können wir unsere Ebenen jetzt umbenennen. Ich zeige euch das mal. Ihr geht hier oben auf die Ebene, eine neue Nachbearbeitungsebene hinzufügen. Und jetzt sagt ihr einfach, wir nehmen jetzt mal hier den, wir nehmen den Sättigungsfilter und ziehen jetzt einfach mal den Sättigungsfilter hier nach oben und auch die Dynamik. Das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Ich mache das ein bisschen runter. Und dann können wir jetzt hergehen und können sagen, nicht die Ebene 0, sondern wir klicken doppelt auf die Ebene und sagen jetzt einfach, das ist unsere Sättigungsebene. Dann drücken wir Enter und dann haben wir jetzt hier Sättigungsebene stehen. Und so können wir unsere ganzen einzelnen Ebenen nicht mehr mit Ebene 0, Ebene 1, sondern wir können jetzt halt ganz gezielt halt unsere Ebenen benennen und können halt die Namen vergeben, ob das jetzt Sättigungsebene ist oder ihr habt jetzt eine Ebene, wo ihr das Bild in Schwarz-Weiß konvertiert habt, dann könnt ihr das umbenennen in Schwarz-Weiß-Ebene oder Black-and-White-Ebene oder was auch immer, wie ihr da Lust und Laune habt. Das finde ich ist eine sehr gute Sache, denn bei vielen Ebenen verliert man doch, wenn man da nur Ebene 0, 1, 2, 3, hast du nicht gesehen, stehen hat, doch dann irgendwann auch so ein bisschen den Überblick, was habe ich denn eigentlich auf welcher Ebene gemacht und muss dann immer wieder durch die Ebenen klicken, um zu schauen, was denn da passiert ist. Als nächstes haben sie eins gemacht. Wenn wir uns jetzt einen Filter in unseren Arbeitsbereich hineingeladen haben und wollen den nicht mehr haben, weil wir gemerkt haben, hey, der passt nicht oder den wollen wir dann doch nicht. Vorher musstest du das umständlich machen mit rechter Maustaste und löschen und hast du nicht gesehen. Skylum ist dahergegangen und hat jetzt hier ein X implementiert. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ist mein Arbeitsbereich bzw. mein Filter in dem Arbeitsbereich verschwunden. Auch eine sehr gute und wie ich finde eine Verbesserung, die uns schneller vorankommen lässt. Die nächste Verbesserung finden wir in unserem Mischmodus. Den Mischmodus findest du, wenn du hier mit der rechten Maustaste drauf gehst und dann hier auf Mischen gehst. Dann hast du jetzt einen, ja, der Haken sitzt jetzt bei Normal, das heißt, du hast noch keinen Überblendungsmodus jetzt aktiviert. Und früher musstest du, um herauszufinden, wie denn der Mischmodus aussieht, den du ausgewählt hast, da drauf klicken und konntest dann sehen, ob das passt oder nicht. Jetzt ist Skylum dahergegangen und hat einfach gesagt, wir gehen einfach mal mit der Maus über die einzelnen Mischmethoden drüber und können dann sehen, wie sich das auf unser Bild auswirkt. Das finde ich sehr, sehr gut, denn so erspare ich mir auch wieder das Klicken und dann hinterher wieder zurück auf Normal klicken. Es vereinfacht und es verschnellert auch unsere Bildbearbeitung. Die nächste Verbesserung betrifft dann den LUT Mapping Filter. Der LUT Mapping Filter ist hier in den Professionals. Den werden wir jetzt einmal dazu holen. Und Skylum geht daher und sagt, du kannst jetzt hier viel besser durch deine LUTs, die ja hier schon voreingestellt sind oder ein Teil davon ist voreingestellt, viel besser durchscrollen. Das weiß ich gar nicht genau, ob das vorher nicht so ging, ob das schwieriger war, aber das geht jetzt hier einfach mit dem Mausrad durch die LUTs durch, zwischen, swipen, wie auch immer. Hier oben besteht jetzt die Möglichkeit, neue LUT-Dateien herunterzuladen, da kommst du dann auf die Skylum-Webseite.
Da kannst du dir ein paar LUTs herunterladen. Ich habe eben schon mal geschaut. Da gibt es zwei, die sind frei. Und zwei LUT-Packs, da bezahlt man, ich glaube, das eine waren $25 und das andere waren $6. Hier oben hast du die Möglichkeit, eigene benutzerdefinierte LUT-Dateien zu öffnen. Das sind Dateien, die du von Drittanbietern bekommen hast. Ich sag mal, ob du sie dir gekauft hast oder ob es freie waren. Die kannst du dann hier damit auf dein Bild anwenden. Da öffnet sich dann eigentlich einfach nur dein Browserfenster. Dann gehst du auf die LUT-Datei, die du aus dem Netz gekauft hast, heruntergeladen hast und sagst einfach anwenden. Ja, das ist jetzt auch so eine Verbesserung. Ich habe jetzt mit den LUTs bei Bildern noch nicht so oft gearbeitet. Ich kann ja mal hier einfach drauf gehen, was passiert, wenn ich Candlelight anklicke. Dann sieht das Ganze so aus. Ich würde sagen, es ist ja eine Art Farblook, den du auf dein Bild gibst. Mehr ist das nicht. Hier hast du einen Filmlook, dann sieht das so aus. Das hat jetzt so ein bisschen was von Orange Tail, Orange Blue. Ja, könnte man vielleicht mit ein bisschen aufhellen und so, könnte man da noch ein schönes Bild draus machen. Aber wie gesagt, es geht ja um das Update 1.3 und jetzt nicht um irgendwelche Anwendungen hier auf dem Bild. Eine weitere Verbesserung, die Skylim mit dem Update eingeführt hat, ist die Sprachunterstützung. Lumina bietet 7 verbesserte Lokalisierungen. So geben sie das hier vor. Und zwar haben sie wohl die Sprachunterstützung verbessert bei Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Brasilianisches, Portugiesisch und bei Spanisch. Was die genauen Verbesserungen da sind, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt hier mit aufgelistet, dass das in dem Update mit dabei ist. Ja, eine weitere Neuerung sind jetzt die Leinwandfarben. Was sind Leinwandfarben? Es ist im Endeffekt einfach nichts anderes, als wie, dass du den Hintergrund jetzt verändern kannst. Du kannst hier oben auf, ich glaube, Darstellung war das, und dann kannst du hier auf den Hintergrund gehen und kannst das hier jetzt in Weiß abändern. Des Weiteren kannst du auch hergehen und kannst sagen, du hättest das in einem Hellgrau, in einem Grau, Dunkelgrau oder halt auch hier in Dunkel. Du kannst aber auch hergehen und klickst einfach hier am Rand auf rechts und kannst das dann hier ganz genau so durchklicken, wie du das gerne eingestellt haben möchtest. Ich bin so ein Verfechter, ich mag das eigentlich ganz gerne auf dem dunklen Hintergrund, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ja, sie haben dann auch den Schärfefilter wohl verbessert. Er soll reaktionsfähiger sein. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich werde mir mal den Schärfefilter hinzufügen. Werde die anderen einfach mal klein machen, dass mir da jetzt nicht so viel um die Ohren fliegt. Dann werde ich das Ganze mal auf 100% setzen. Schieben wir das mal ein bisschen hier rüber. Und dann werde ich jetzt mal den Schärferegler einfach auf 100 hochziehen. Und ich finde, das ging jetzt recht flott. Machen das wieder runter. Dann ist der Filter wieder auf 0. Und fahren das Ding nochmal hoch. Und ja, ich finde, er ist deutlich reaktionsfähiger. Und wir können auch hier, glaube ich, ja, auch das fühlt sich irgendwie besser an, hier dieses. Man kann das, glaube ich, etwas genauer jetzt einstellen. Mit dem Rad geht es leider noch nicht, dass man da so hochfahren könnte. Aber ich finde, das wirkt doch schon recht flüssig. Also da haben sie definitiv auch was gemacht. Das ist auch verbessert worden, finde ich auch gut. Auch das dient wieder dazu, dass wir schneller mit Lumina unsere Bilder bearbeiten können. Ja, dann haben wir noch, dass das Transformieren eines Bildes jetzt auch flüssiger und schneller gehen soll. Dafür klicken wir hier oben auf Frei transformieren und dann sehen wir hier oben diese ganzen Regler. Das und das hier, das ist, glaube ich, alles geblieben. Da hat sich nichts geändert, aber ich glaube, diese drei Reiter hier, die sind neu hinzugekommen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich das Bild im Uhrzeigersinn spiegeln. Entschuldigung. Hier kann ich es horizontal spiegeln und so lässt es sich dann vertikal spiegeln. Das finde ich
ist eine gute Verbesserung. Auch hier dient das Ganze wieder der schnelleren Bearbeitung. Und zurücksetzen funktioniert auch noch. Ich glaube, dass diese drei Regler neu sind. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich dieses Frei-Transformieren gar nicht so oft nutze. Aber ich glaube, die drei Regler sind neu und es verbessert auch unseren Arbeitsfluss und macht das Arbeiten schneller. Also ihr seht, dieses Update hat wirklich einiges gebracht. Es dient eigentlich komplett dazu, dass wir unseren Workflow viel, viel schneller bestreiten können. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch zwei Sachen, die ich euch jetzt so direkt nicht zeigen kann. Zum einen unterstützt Lumina jetzt auch das DNG-Kamera-Profil DCP. Und es hat eine Verbesserung gegeben bei der Stapelverarbeitung. Ich lese euch aber einfach mal vor, was denn hier verbessert worden ist. Verbesserte Batch-Verarbeitung. Windows-Benutzer erhalten nützliche Verbesserung bei der Stapelverarbeitung. Dazu gehört die Möglichkeit, beim Speichern der Datei mit demselben Namen bei der Stapelverarbeitung Dateien zu ersetzen oder zu überspringen. Zu den weiteren Optionen gehören die Möglichkeit zum Erstellen von JPEG- und TIFF-Dateien sowie eine verbesserte Zuverlässigkeit beim Umbenennen und Nummerieren von Dateien beim Export. Also ihr seht auch hier, ist Skylum dahergegangen und hat das Arbeiten vereinfacht und beschleunigt. Ja, ich bin wieder am Ende des Videos angekommen. Heute würde ich gerne mal von dir erfahren, wie gefällt dir das neue Update zu Lumina 2018? Wie gefällt dir der Patch 1.3? Bist du der Meinung, dass der Patch gut ist? Oder sagst du, es fehlt wieder was? Ich weiß, ich habe das ganz bewusst jetzt gesagt, es fehlt natürlich wieder der Bibliotheksmodus. Der ist immer noch nicht da. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Skylum noch irgendwelche Kleinigkeiten, die da zu verbessern sind. Ich weiß es nicht. Ich hoffe aber mal, dass sie ihr Wort halten und die Bibliothek im Sommer, den wir jetzt haben, dann schnellstmöglich nachliefern. Ja, an dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und du einige nützliche Tipps und Tricks, neue Informationen für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest und es mit deinen Freunden teilst. Wenn das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Solltest du dich für dieses Programm interessieren, weil du das Programm noch gar nicht hast, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Link hinterlegt, über den du dieses Programm beziehen kannst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, hoffe du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei, wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!